Jo Leute, willkommen zurück zu Vampires Dawn 2 Ancient Blood. Ich habe ein bisschen gefarmt und ihr seht es schon an dem Blut, was hier vorne liegt. Ich wurde zwischendrin mal angegriffen und habe ordentlich sogar auf die Fresse bekommen, weil meine drei Söldner irgendwie mal komplett gelost haben. Also die haben den ersten Angriff haben die alle drei nicht überlebt. So, ich habe jetzt rausgefunden, wo der Baum, also der Cheat-Baum sein soll. Ich probiere das jetzt direkt einmal aus. Ich habe, wie in der letzten Folge gesagt, einmal weitergelevelt auf 35, 36.000 Erfahrungspunkte. War jetzt nicht so wild, also so lange hat es nicht gedauert, da habe ich schon längere Sessions gehabt zu leveln, und zwar ist es dieser Baum und es funktioniert wirklich. Okay, ich weiß nicht, warum das letztes Mal nicht funktioniert hat. Und da gibt es ganz, ganz viele, also es gibt da welche, dass man von jedem Krieger 99% in Askars Schloss reinbekommt. Es gibt da Möglichkeiten, eine Heiltränke zu bekommen, Filar zu bekommen, indem man einfach Filar eingibt. Oder Essen, dann kriegt man das Maximum. Oder Mama ist auch ein Cheat, das ist, das finde ich zum Beispiel ultra. Aber den Cheat, den wir wollen, das ist der hier. Das müsste ein Speicherkristall sein. CC ist der Mann, der alles kann. Zum Beispiel dir ein Speicherkristall besorgen. Wunderbar. So. Der Speicherkristall im Grunde nur dafür da, dass ich permanent speichern könnte. Moment, wo haben wir ihn denn? Da ist er. Also, ich kann jetzt einmal... Oh. Ja, ich speichere zu wenig. Wobei ich sagen muss, es waren jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Stunden, die ich da gefarmt habe, also nicht allzu tragisch. Und dementsprechend, achso, kann ich erstmal direkt den Brief vorlesen? Sollen wir noch einen Brief lesen? Jo. Ich habe dich vor ein paar Wochen per E-Mail gefragt, ob ich dein Weltkarten-Chipset von VD in mein Spiel verwenden darf. Und du hast es mir erlaubt. Jetzt möchte ich dich nochmal fragen, ob das okay ist, da ich keine Lust habe, mir sagen zu lassen, der hat einfach ohne Erlaubnis Maleks Chipset benutzt. Zum Glück ist sowas sehr selten. Wenn ich alle meine Erlaubnisse doppelt bestätigen müsste, wäre ich mit VD2 noch heute nicht fertig, weil ich nur am Mailen wäre. Wobei, sicher ist sicher. Finde ich gut. Finde ich echt nett von ihm. Also, vor allem hat er damit halt auch die Möglichkeit gegeben, wenn jemand sich dafür interessiert, das Chipset zu benutzen, da habt ihr die Bestätigung, dass das okay ist für ihn. Also, das finde ich sehr nett von ihm gemacht. Muss ich echt sagen. Das finde ich echt schön gemacht. Im Übrigen, ich werde mal gucken, ob ich den Speicherkristall überhaupt gebraucht hätte. Weil ich werde erst die Speichersteine benutzen und wenn ich mal an irgendeinem Punkt bin, wo ich ständig sage, jetzt musst du speichern hier, dann benutze ich den Speicherkristall. Und ich hoffe, dass ich dadurch auch häufiger speichere. So, was war jetzt eigentlich die Aufgabe? Menü. Menü. Wo bist du? Ach, ganz oben. So, Aufgaben. Was für Aufgaben haben wir noch? Ja. 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 Ja, 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 ja. Okay, also eigentlich müssen wir erstmal nach Mestor. Also gehen wir mal nach Mestor. Das ist wieder irre laut.
Oh. Das war sogar überraschend gut. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, das ist sogar zu laut. Oh. Asuka ist sogar jetzt noch direkt ein Level aufgestiegen. Haha. Wuhu. Wie gesagt, ich wollte jetzt halt nicht ultra hoch leveln. Und es ist auch halt irre langwierig. Das sieht mir aus. Okay, ich komme da noch nicht rein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da noch reinkomme. Gehen wir mal nach Mess. Lass uns lieber gehen. Hier gibt es zu viele Wachen. Was muss ich denn dann machen? Ach so, ich musste ja die Burg erobern. Richtig. Richtig. So, dann kann ich aber, weil ich habe so zwischendrin immer wieder Söldner gekauft, weil mir das tierisch auf die Nüsse ging. Also effektiv gefarmt habe ich wirklich so 2-3 Stunden. Aber das Problem war halt, dass ich ständig wieder zurück musste und neue Söldner kaufen musste, weil die einfach so schnell recken. Also ein Elras Magier kostet mich teilweise 3 meiner Söldner. Und die haben jetzt auch schon das ein oder andere Mal angegriffen. Dementsprechend, nee. Asker Schloss. Zu Ronak. Hi. So. Welche Überraschung. So, das heißt, inzwischen müsste ich da. Ach, habe ich schon wieder nicht voll. Stimmt, da sind jetzt gerade noch, sind, glaube ich, die Clanwächter gekommen. Das finde ich auch total sinnvoll gemacht. Man muss jeden Einzelnen da bestätigen. Ich kann auch nicht gedrückt halten. Ich muss da jedes Mal für jeden Einzelnen runterdrücken. Und ich sag mal, 50 sollten reichen. Greifen wir mal mit 50 an. Burg Varres. Okay. Und auf geht's. Von der eigenen Armee und wir selber. Ach, und die Gegner haben 105. Sollten wir hinkriegen. Ja, starten wir mal. Wir nehmen eine starke Front, weil wir so eine riesen Auswahl haben. Wow. Wow. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Und komm. Ach. Boah, jetzt lassen die sich da von allem absnacken. Na endlich. 9 Stück habe ich da verloren jetzt. Na gut. Also Söldner sind halt nicht so stark. Aha. Dafür gehört der Kontinent uns jetzt erstmal. Achso, ich hab grad nicht so viel. Meister, wir haben einen Krieger des Clans gefangen genommen. Sehr schön. Okay. Gehen wir mal den Gefangenen besuchen. Ich habe das Geld erst vor kurzem abgeholt, aber 546 Fila kann man schon mal wieder benutzen. Um so ein paar Söldner mitzunehmen. Vor allem könnte ich jetzt auch hier einen Söldner mitnehmen und im Team halt mitnehmen. Aber ja, gut. Da ist er.
Hallo. Wollen wir ihn ein wenig gefügig machen? Ja, wir brauchen Informationen. Gut, das Opfer wartet auf der Streckbank. Nein, wir sind keine Sadisten. Hallo. 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 Nein, die Folter geht weiter. Okay, wir fragen erst gar nicht irgendwas. Wir foltern erstmal. Okay, Feuerzauber auf ihn. Nein, ich will ihn was fragen. Das ist ein Eiszauber oder ein Wasserzauber wahrscheinlich. Ah, Elektrozauber. Das ist dann wahrscheinlich der Wasserzauber. Ein Eiszauber. Okay, der hat schon mal aufgehört mit dem linken Bein zu zocken. Zack. Flambieren wir ihn nochmal. Jetzt rede, du Wurm. Ah, was wollt ihr? Wir haben auch noch keine Frage gestellt, aber erzähl uns mal ein paar nützliche Dinge, oder du wirst hier qualvoll sterben. Ihr verdammten Schweine. Los, erzähl uns was Interessantes, oder du wirst leiden. Nein, bitte, hört auf damit. Rede endlich. Es gibt eine Stadt, die wir bisher noch nicht kontrollieren. Sie heißt Silas und liegt auf dem Eiskontinent, weit im Süden der Welt, versteckt in einer Gebirgskette. Wir haben kein Schloss in der Nähe, sonst hätte auch diese Stadt unseren Schutz genießen können. Geht doch. Und jetzt erzähl uns noch etwas, sonst... Nein, bitte, ich kann nicht mehr. Ah, er ist in Ohnmacht gefallen. Sehr schön. Nein, reicht im Moment. Achso, wir könnten ihm eine Heilfiole geben. Okay, wunderbar. Wir könnten ihm eine Heilfiole geben und dann könnten wir ihn nochmal holen. Super. Okay. Aber die scheinen halt nichts Nützliches zu haben. Ja, das wird sich bald ändern. So. Aber wir haben ja jetzt zum Glück erstmal keine Blutfiolen mehr. Blutflaschen. Das ist nicht so gut. Ich muss echt gucken, wo ich Blut herkriege. Es wird echt zum Problem werden. Wenn ich nicht bald irgendwie einen Laden finde. Also, gibt es die Kinder der Apokalypse wieder? Weil wenn ja, dann die einfach finden. Wenn es die nicht gibt, dann habe ich ein Problem. Ich brauche mein Blut. Meine tägliche Dosis Blut. Ansonsten wird Valnar launisch. Deswegen laufe ich jetzt auch gerade. Und nimm nicht einfach die Zuflucht. Und muss halt hoffen, dass in der Zwischenzeit das Ganze meiner Schlösser angegriffen wird. So. Okay. Da wüsste ich nicht, wo da der Laden sein sollte. Okay. Erst einmal. Du greifst an. Du greifst auch erstmal an. Und du machst erstmal Blutsaugen. Und jetzt können wir angreifen. Wobei, nee, du machst nachher den
den Eiskristall. Das möchte ich eher nicht. So, also so Heilfiolen und sowas, das habe ich ja gefunden. Die könnte man halt auch relativ gut nebenher. Das sind Insekten. Das funktioniert leider nicht. Also die könnte man auch relativ gut so zwischendrin mal holen, aber als sonst nichts. Ich brauche unbedingt Blut. Ich brauche Blut. Mehr Blut. Burg Varus. Okay. Da ist eine Kiste. Bitte lass da irgendwie mal 5 Bluttränke drin sein. Oder Blutflaschen. Wie auch immer. So, da ist nochmal einer. 300 Fila. Fila bringen mir noch nichts. Komm schon, Blut, 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 Blut. Dietrich. Was will ich mit dem Dietrich? So. Hier lang. Guck mal, wir können alle in einem Bett schlafen. Ne, können wir nicht. Ne, können wir wirklich nicht. Okay, da kommen wir sowieso nicht durch. Unmöglich, da durchzukommen. Und, ihr habt's gesehen, da sollen wir sowieso noch nicht hin. Erstmal zurück. Ich habe im Übrigen beschlossen, dass ich in diesem Spiel auf jeden Fall alle Enden zeige. Ich werde dazu aber Safe Games runterladen. Und ja, dann werden wir uns die mal angucken, wie da die Enden aussehen. Weil davon gibt es mehr als eins und das ist halt Blödsinn, da 6-mal das Spiel, weil so viele gibt es an Enden, 6-mal das Spiel durchzuspielen. Okay. Bescheuerte Hitbox. Gehen wir mal hier rein. Könntest du. Hallo! Halt! Hallo! Darf ich euch ein leckeres Brot anbieten? Danke, aber wir haben keinen Hunger. Zumindest nicht auf Brot. Ihr wollt was anderes? Wir haben auch leckere Milchbrötchen. Nein, danke. Nur ein kleiner Biss. Aska, lass das. Und lasst ihn doch mal probieren. Sie sind lecker. Oh ja, das glaube ich gerne. Wir gehen. Na warte, das mache ich auch wenn mit dir, wenn du Hunger hast. Okay. Okay. Band 5 der Reihe Gedicht der Dunkelheit. Geschrieben von Wotk. Oder Version OTK, was weiß ich. Es hat keinen Titel. Still und leise schleicht sich sich heran die Dunkelheit. Zeit der Geister und Seelenlosen. Hier ein Schritt, da ein Schatten, dort ein Wehen. Ein leises Krachen, Fensterglas, das zerbricht. Gleichmäßig geht ihr Atem. Ruhig liegt sie da. Mondlicht scheint durch das Fenster. Wirft zackige Schatten auf. Ihr Gesicht zerschneidet ihr Antlitz. Kalte Hände, die sich nähern, sich um ihren Hals schließen. Ihr den Lebenssaft nehmen.
der als dünnes Rinnsal ihr Nachtkleid rot färbt. Sanft sinkt sie zurück ins Kissen. Als leere Hülle, ausgesaugt, Veränderung macht sich in ihr breit. Und so wie das Sonnenlicht erscheint, zerfällt sie zu Asche in ihrem Gemach. Okay, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Also, ich habe das auf jeden Fall schon gesehen. Die ist verschlossen. Dietrich benutzen. Moment, das habe ich gleich. Verflixt, ich bin nicht gut genug, um es zu knacken. Und der Dietrich ist leider kaputt gegangen. Was für ein Idiot. Jetzt hast du den Dietrich kaputt gemacht. Unseren einzigen Dietrich. Naja, gut. Shit happens. Okay. Hallo. Hi. Ihr wollt sicher mit meinem Vater sprechen. Mit deinem Vater? Wieso? Ach, weil alle nur mit ihm sprechen wollen. Er ist schließlich der Bürgermeister. Ach so. Aber eigentlich wollen wir ein wenig mit dir plaudern. Mit mir? Worüber denn? Ach, nur ein wenig darüber, was denn so in letzter Zeit hier passiert ist. Was hier passiert ist? Nun, die Wachen haben sich entschieden, einfach mal so die Stadt zu verlassen, was meinem Vater große Sorgen bereitet. Droht denn akute Gefahr? Naja, nicht direkt. Aber es gibt da einen grausamen Piraten, der in den letzten Zeiten alle Versorgungsschiffe gekapert hat. So sollte sich dieser Pirat Miboslash dazu entscheiden, die Stadt mit seinem Gefolge zu plündern, wären wir ihm schutzlos ausgeliefert. Das werden wir schon zu verhindern wissen. Ihr? Was wollt ihr denn machen? Nun, wir schnappen ihn uns. Haha, guter Witz. So schwer kann der doch nicht zu kriegen sein. Wenn ihr wirklich Interesse habt, ihn zu jagen, sprecht mit meinem Vater. Er hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Doch bisher war niemand in der Lage, diesen Piraten zur Strecke zu bringen. Viel Glück dabei. Na, wollen wir doch mal schauen, ob wir das nicht machen können. Okay. Oh. Ja, starke Front. Na, wie viel kostet's mich? Also ich kenne die Animation inzwischen gut genug. Wow, hat mich sogar nur 2 gekostet. Ich meine, wir haben jetzt halt den Vorteil, dass wir aus von zwei Städten aus das Geld bekommen. Aber ich brauche ja auch noch Sachen für mich. Hallo. Ha. Na, wenn das keine starken Männer und Frauen sind, dann weiß ich auch nicht. Wir? Sagt, Fremde, habt ihr nicht Lust, euch ein paar Filar zu verdienen? Worum geht es denn? Nun, wir haben ein Problem mit einem Piraten und seiner Crew. Seiner tollkühnen Crew. Ein Pirat macht euch zu schaffen? Ja, genau. Es handelt sich um Captain Miboslash, der schlimmste Pirat, der je gelebt hat. Edward Kennaway war schlimmer. Pirat, der je gelebt hat. Er überfällt ständig die Schiffe, die uns mit wertvollen Gütern versorgen. Dem muss endlich Einhalt geboten werden. Kümmert sich der Clan der Heiligen Krieger nicht darum? Bedauerlicherweise konnte der Clan diesen widerwärtigen Pirat noch nicht zur Strecke bringen. Weswegen ich nun selber ein Kopfgeld von 10.000 Filar auf ihn ausgesetzt habe. 10.000, das ist echt eine hübsche Summe. Ja, aber ihr solltet ihn auf gar keinen Fall unterschätzen. Er und seine Crew sind sehr stark und gerissen. Aber wie sieht es aus? Habt ihr Interesse? Ja, haben wir. Wunderbar. Wenn ihr ihn erledigt habt, kommt mit seiner Augenklappe als Beweis eures Sieges wieder zu mir. Ist an der Augenklappe etwas besonders? Ja, das ist sie. Aber ihr werdet es schon herausfinden, wenn ihr sie in euren Händen haltet. Wo finden wir diesen Piraten Miboslash?
Das weiß ich nicht. Er fährt mit seinem Schiff die Meere ab. Immer auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Wer braucht schon Glück, wenn man mächtig ist? Das ist eine gute Frage. So, das heißt, erstmal öffnen. Vielleicht gibt das nochmal ein paar extra Informationen. Oh, 35 brauchen wir gar nicht machen. Brauchen wir nicht mal mit anfangen. Alter, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich echt jetzt. Nee. Nee, so bin ich echt so hart da drunter. Und am eigentlich vorgesehenen Level? Weiß ich nicht. Hey, ihr, los, stoßt mit mir auf den Clan der Heiligen Krieger an. Auf den Clan? Wieso das denn? Wieso? Wieso? Na, weil der Clan der Heiligen Krieger von den furchtbaren Elras und dem machtgierigen Pharao Ustra befreit hat. Darum. Wir verzichten, danke. Dann eben nicht, stoße ich eben alleine an. Das ist eine Möglichkeit. So. Ich möchte erstmal irgendwie jemanden finden, der mir Blut verkaufen kann. Da. Wir gehen in die Höhle. Wir gehen in die Höhle. Nett hier unten. Riecht ziemlich streng hier. Lass uns schnell den Dieb finden und dann nichts wie weg. So. Erst einmal nichts wie weg hier und dann gucken. Weil ich hoffe, dass es da in der Höhle irgendwie was bluttechnisch gibt. Einmal kurz hier rein. Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Reden. Na, was möchtet ihr haben? Ja, die habe ich alle. Also soweit bin ich auch schon vorher gewesen. Also Stahl tragen sie bei mir schon. Und dann halt die passenden Waffen zu dem Level. Wie komme ich denn da hin? Außenrum. Ja, so geht's. So, da ist schon mal auf jeden Fall eine wunderbare Truhe. Resistenzstein erhalten. Okay. Ja, das wird jetzt öfter kommen. Kaputt. Ja, kaputt. Und kaputt. Sieg. Ich weiß, dass die später auch mit sehr viel mehr kommen. Und da muss ich halt echt gucken, wie ich das mache. Oder ob ich halt wirklich hingehen muss und sagen muss, es geht ohne Vampire nicht. Das wäre aber ziemlich kacke. So, da ist er. Jawohl. Lebensank. Okay, funktioniert nicht. Ich habe gehofft, dass ich da rechts irgendwie hinkomme, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das muss nochmal ein anderer, gesonderter Ausgang sein. So, kann es sein, dass die Diebe uns nachher Blut verkaufen? Oder ich habe ja hier an der Seite was gesehen.
Okay. Okay. Naja, gut. Dann gehen wir mal auf in die Kanalisation. Es wird bestimmt witzig. Moment, wo ist die Kanalisation? Ich war doch schon da. Da. Da muss ich hin. Okay, gut. Aber was wir hier jetzt erleben, das sehen wir dann erst im nächsten Part. Also, morgen geht's dann weiter. 20 Uhr, wie immer. Vampire Storm, Ancient Blood. Also, seid gespannt. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.